Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Kritik. Heute geht es um Guardians of the Galaxy, einen Film, den ich ja in den letzten Wochen immer vor mir hergeschoben habe. Ich wollte ihn mir immer anschauen, aber es kamen immer irgendwelche Sachen dazwischen. Zum Glück hat man ja auch hin und wieder mal freie Tage zwischen den sehr vielen Arbeitstagen im Moment. Und da kam es mir recht gelegen, dass der Film auch hier bei uns in unserem kleinen, eher regionalen Kino lief. Denn ehrlich gesagt, dafür ein paar Kilometer fahren, um in irgendein großes Multiplex-Kino zu gehen und sich dort natürlich mal wieder, naja, also ich bin eher so der Mensch, der lieber, wenn er mal ins Kino geht, sich den Film dann eher in ganz kleiner Runde oder eher in einem leeren Kinosaal reinzieht, denn dann wirkt das Ganze umso besser auf einen. Und ich muss sagen, Guardians of the Galaxy hat mich nicht gehypt, sondern hat mich regelrecht geflasht, hat mich überrascht. Ein Film, der wirklich alles hat, der Komik hat, der Tragik hat, eine richtig gute Portion Dramatik. Und das Ganze wurde von James Gunn inszeniert und der ist eher ein Troma-Filius. Der hat bei Troma angefangen in den 90ern. Hat vor ein paar Jahren natürlich mit Slither seinen ersten richtigen, sagen wir es mal so, Mainstream-Film rausgebracht, der dennoch eine sehr ordentliche Hommage an die ganzen Invasionsfilme der vergangenen Zeit war, der allerdings doch sehr schlecht von dem Verleiher Universal ausgewertet wurde, beziehungsweise der Film sollte ins Kino kommen damals, das war 2006 gewesen, aber irgendwie wurde der Start immer wieder verschoben und irgendwann ist der Film komplett an einem vorbeigegangen, was man einfach sagen muss, sondern es ist halt schlimm, wenn man dann sowas dann im Heimkino dann quasi suchten muss. Und so war es auch. Und das gleiche genauso bei seinem Film Super, der auch schon in gewisser Art und Weise auch so ein Superheldenfilm war. Der allerdings auch schon krass die Meinung gespalten hat. Und bei Guardians ist es sicherlich auch, es gibt genug Leute, die mit dem Film großartig nichts abgewinnen können. Aber das ist natürlich mal wieder Geschmackssache. Aber ich war so dermaßen überrascht von der Qualität des Films. Ich habe selten so einen gut gemachten, großen Blockbuster-Film gesehen, der auch in gewisser Weise auch über Ecken und Kanten verfügt und uns hier nicht die obligatorischen 0815-Helden entgegenstellt, sondern einen Haufen an Soziopathen, Psychopathen, Killern. Das Ganze fängt natürlich an mit Star-Lord, der quasi sich ein Artefakt bzw. den üblichen MacGuffin der Handlung, und zwar den Infinity Stone, schnappt. Und hinter denen ist natürlich auch ein gewisser Ronan, der Ankläger, her. Und ja, dann treffen natürlich alle Fraktionen irgendwann aufeinander, denn plötzlich sind Rocket Raccoon und seine, sagen wir es mal so, seine übergroße Top-Pflanze Groot hinter ihm her, dann auch natürlich Gamora, einer der Ziehtöchter von Thanos. Und im Knast später lernen sie natürlich noch Drax kennen, der auch seine persönliche Agenda hat. Was mir gefallen hat, dass jeder dieser Charaktere gleichberechtigt ist. Jeder hat fast genauso viel Screentime, natürlich Peter Quill, unser Star-Lord, wirklich hervorragend, köstlich dargestellt von Chris Pratt, hat hier natürlich die meiste Screentime, das muss man einfach sagen, aber alle anderen sind auch vollkommen gleichberechtigt, sie interagieren wirklich vollkommen richtig gut. In der ersten Stunde gibt es sehr viele schwarzhumorige Einlagen, es gab mal nicht eine Szene, wo man wirklich schmunzeln oder lachen musste. Das ist schon unglaublich. Und der Film kreiert eine wirklich sehr lebendige Welt. Das funktioniert wirklich. Und er hat auch, wenn ich mir zum Beispiel an das Setting dieses Weltraumknast erinnere, das hat schon einen gewissen Retro-Charme. Genauso wie die Eingangssequenz, die für mich eine der, muss ich sagen, emotionalsten, traurigsten seit langem war. Dass man schon am Anfang des Films Tränen vergießen muss. Ist schon unglaublich und man muss natürlich sagen, dass James Gunn auch die ganzen Leute, die er schon in seinen letzteren, etwas größeren Filmen mit dabei hatte, hier natürlich auch wieder irgendwo untergebracht hat. Das fängt bei Greg Henry an, der in Slither ja diesen geilen Bürgermeister gespielt hat, den man hier in der Intro-Sequenz sieht. Michael Rooker hat eine wirklich erstklassige Rolle bekommen als Yondu, quasi sowas Art wie der Ziehvater, aber er möchte dennoch Peter gerne Kille-Kille machen, sagen wir es mal so, aber den spielt er so abgefuckt geil. Auf der einen Seite ein riesiges Arschloch, auf der anderen Seite denkt man sich, oh, der Typ ist doch relativ sympathisch. Und muss ich sagen, Michael Rooker, nicht nur seit The Walking Dead, einmal mehr beweist sich auch hier, dass er in einem Genrefilm eine richtig erstklassige Performance abliefern kann. Und das trotz, wenn man bedenkt, dass es eine Nebenrolle ist.
Ja, dann natürlich gibt es noch Cameos, und zwar die von Stan Lee und von Lloyd Kaufman. Wenn man genau hinschaut, Lloyd Kaufman, natürlich einer der Troma-Attachés oder beziehungsweise der Ober-Troma-Mitbegründer. Das zeugt natürlich von sehr viel Ehrfurcht von Gunn, weil der Film wirkt, und das muss ich sagen, ja, ist an manchen Stellen schon ziemlich cheesy, überdreht, was die Charaktere angeht. Das gilt nicht nur für Rocket, der am Set übrigens von Sean Gunn per Motion Capturing gespielt wurde. Das ist übrigens der Bruder von James Gunn, der hier auch eine Rolle als Weltraumpirat hat. Das war auch sehr köstlich. Und auch Groot. Er sagt nur einen Satz, aber jedes Mal kommt das ganz anders rüber, spricht dann ganz andere Emotionen raus. Man sieht natürlich, wenn Rocket das quasi übersetzt. Und dann noch Dave Bautista als Drax, ja, ein WWE-Wrestler, den wir zuvor eher so im B-Film gesehen haben, wie The Man with the Iron Fists oder auch den letzten Riddick-Film. Diverse Direct-to-Video-Produktionen, macht ja einen wirklich richtig guten Job als Drax. Diese Rolle passt verdammt zu ihm. Das ist nicht nur so ein Hau-drauf-Typ, der dagegen steht, sondern das ist einer, der wirklich eine gewisse Credibility mit sich bringt. Und er bringt auch gewissermaßen ein großes Gros an Emotionen entgegen. Denen natürlich entstehen entgegen die Bösewichte, und das sind natürlich diese klassischen Klischee-Bösewichte. Lee Pace aus der Hobbit-Trilogie, unser Tranduil, bringt Ronan, den Ankläger, wirklich richtig erstklassig rüber. Es ist natürlich dieser 0815-Gegner, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er rüberkommt, seine Art, sich zu bewegen, wie er spricht und wie er so düster rüberkommt. Dann denkt man sich so: Hey Ronan, du hast doch eh einen Schuss weg. Genauso wie der Rest von den ganzen Chose. Dann auch Jimon Hansu als rechte Hand und, was mich auch überrascht hat, Karen Gillan, die man sicherlich auch aus Doctor Who kennt, als Nebula, quasi die Ziehschwester von Gamora. Einfach nur eine erstklassige Performance, ein richtig starker, weiblicher, böser Charakter, den ich in dieser Art und Weise seit langem nicht mehr gesehen habe. Genauso, was das ganze Design, das Art-Design dieser ganzen Charaktere angeht. Keiner ist gleichwertig, alle sehen irgendwie anders aus, und das macht wirklich den Flair aus des Films, der nicht nur mit guten CGI-Effekten, sondern auch mit wirklich erstklassigen Make-up-Effekten um die Ecke kommt. Ja, der restliche Cast besteht dann übrigens dann auch aus Glenn Close. Ja, sie ist aber mehr so, eher so am Rande, aber es ist mal schön, Glenn Close mal wieder in einem größeren Film zu sehen, übrigens als Chefin der Nova Corps. Und ja, John C. Reilly ist auch eher so eine Sidekick-Figur, was auch immer cool, ihn in dieser Art von Film zu sehen. Und Benicio del Toro als der Collector. Eine wirklich grandiose, absurde Szene. Und der Film ist nur so vollgestopft mit absurden Szenen. Wobei ich sagen muss, dass er für eine FSK 12 ziemlich grimmig, roh und düster ausgefallen ist. Aber auf der anderen Seite so cheesy, so unglaublich schräg und gaga, dass man es das wirklich gesehen haben muss. Ja, das gilt natürlich auch für die Sequenz nach dem Abspann, die allerdings kein Verweis auf den neuesten Avengers-Teil ist, sondern uns definitiv mit einem anderen Charakter aus dem Marvel-Universum konfrontiert, der einstmals in den 80ern in einem Flop-Film mitspielt. Allerdings ist das keine Anspielung hier, dass dieser Charakter jemals, ja, vorkommen dürfte. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Von mir bekommt Guardians of the Galaxy 10 von 10 Punkten. Das ist ein unglaublicher Film, gut getimt, kurzweilig. Er ist auch nicht überladen mit einem visuellen Overkill oder so. Wirklich alles gut dosiert. Dieser Film macht wahnsinnig verdammten Spaß. So viel Spaß habe ich seit langem nicht mehr gehabt bei irgendeiner Kinovorstellung. Aber dieser Film ist einfach unglaublich und für mich wirklich einer der besten Filme des Jahres. Aber auch für mich eine der besten Comicverfilmungen aller Zeiten, und das seit Jahren. Da müssen leider die anderen Marvel-Filme aus der Phase 2 des Marvel Cinematic Universe leider dahinter stehen, weil es alles Sequels waren. Das ist immer was Neues. Neue Charaktere, eine überaus sehr interessante, vielfältige, bunte Welt. Was will man mehr? Gut, bevor mir jetzt der Arm abfällt in diesem etwas Guerilla-Style gedrehten Review-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war natürlich jetzt noch meine sehr verspätete Meinung zu The Guardians of the Galaxy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Ciao, euer Chris.